Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und ich habe ein Problem. Die Mauer ist weg. Oh, Alex. Ist schon soweit? Eigentlich ist das kein Problem, aber meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Sie liegt seit Monaten im Koma. Nur jetzt ist sie aufgewacht. Was soll ich denn jetzt machen? Sie müssen jegliche Aufregung, ja nur die Gefahr einer Aufregung von Ihrer Mutter fernhalten. Ein zweiter Infarkt wird sie nicht überstehen. Und das hier? Mama soll ihr Zimmer genauso vorfinden, wie sie es verlassen hat, ja? Ist jetzt nicht dein Ernst? Doch. Auf tapferen 79 Quadratmetern. Die DDR lebt weiter. Auf Weltniveau. Ich will kein falsches Wort hören. Wie ist das mit den 20 Mark? Erst die Arbeit. Hat sich ja gar nichts verändert hier. Was soll sich auch schon verändert haben? Ach, Alex. Ich hab so einen Heißhunger auf Spreewaldgurken. Spreewaldgurken? Mensch, Junge, wo lebst du denn? Wir haben jetzt die D-Mark. So weit haben die uns schon. Dass wir Müll rumfischen müssen. Die sind ja auch gut. Was ist eigentlich passiert in den 8 Monaten, die ich verschlafen habe? Guten Appetit und vielen Dank, dass Sie sich für Burger King entschieden haben. Du musst es deiner Mutter sagen. Als ob die scheiß Gurken noch nicht genug wären. Jetzt will sie auch noch Fernsehen. Ja. 2, 1. Berlin. Auf einer Histo. Hat Genosse Erich Honecker in einer großen humanitären Geste der Einreise der zufluchtsuchenden BRD-Bürgern zugestimmt. Mama, du bist die beste Mutter der Welt und wir lieben dich alle. Alex? Was ist denn? Was ist denn das? Ja, ich weiß ja auch nicht, was die Genossen da wieder also... Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?